Servus Leute, Misha wieder hier. Auf mich kommen ständig Leute zu und sagen, ich habe Schmerzen beim Bankdrücken in der Schulter oder ich spüre die meine Brust nicht richtig. Heute will ich euch in einem Tutorial zeigen, wie ihr das Ganze richtig macht, damit ihr keine Probleme mit der Schulter bekommt, eure Brust richtig spürt. Also, los geht's! Wir beginnen beim Fundament. Also, ihr setzt euch hin und dann sind die Beine breit aufgestellt. Also nicht irgendwie eng, weil dann habt ihr keine Stabilität mehr, sondern ihr stellt sie etwas breiter. Also nicht so ganz breit, damit ihr, sondern so schön locker, aber dass ihr die Stabilität da habt. Ihr nehmt die Beine auch nicht so hoch, weil dann habt ihr wieder keine Stabilität. Ihr rutscht nur auf der Bank rum, sondern stellt ihr wirklich breit auf. So, als nächstes die Körperhaltung vom Oberkörper. Ihr müsst darauf achten, dass eure Schultern nicht hier vorne sind beim Drücken. Das heißt, ihr nehmt die Schultern nach hinten. Stellt euch vor, dass ihr irgendwas zwischen euren Schulterblättern einquetschen wollt. Also wirklich die Schultern richtig nach hinten nehmen. Ihr könnt mal das mal probieren, mit wirklich von hier vorne nach hinten ziehen und nach unten. Das heißt, die Schultern bleiben auch nicht hier oben, sondern ihr zieht sie nach unten und nach hinten und bleibt in der stabilen Position. Dadurch merkt ihr, dass ihr auch hier in ein leichtes Hohlkreuz kommt. Das ist auch die Position, die ihr einnehmen müsst, wenn ihr dann die Hanteln raushebt. Jetzt machen wir das Ganze nochmal im Liegen. Das heißt, ihr nehmt die Schultern richtig nach hinten. Stellt euch vor, dass irgendwas zwischen euren Schulterblättern zusammenquetscht. Das ist ganz wichtig, um die Schulter beim Drücken aus dem Spiel zu nehmen und wirklich möglichst nur aus der Brust zu arbeiten, die Brust zu isolieren. Ihr habt ein leichtes Hohlkreuz, nicht so ein übertriebenes Hohlkreuz, sondern wirklich ein natürliches Hohlkreuz. Als nächstes müsst ihr darauf achten, die Körperspannung zu halten. Also ihr legt nicht einfach nur lasch auf der Bank, sondern er spannt wirklich den Arsch an. Der Arsch ist angespannt, er ist immer auf der Bank, er bleibt auch immer auf der Bank. Dann hier leichtes Hohlkreuz, Bauch ist angespannt und die Schulterblätter sind hinten. So, das ist die Ausgangsposition. Und jetzt kommen wir zum Drücken. Wir beginnen mit dem Griff. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr das Ganze, die Stange auf dem Handballen ablegt. Ich zeige es nochmal an der Stange. Geht da drunter, nehmt die Hantel raus und ihr lasst die auf dem Handballen. Ihr greift auch komplett um. Das heißt, ihr lasst den Daumen hier innen und greift nicht hier nach außen. Das ist der Suicide-Griff. Den macht ihr nicht, weil dann kann euch die Stange einfach abrutschen. Und das ist alles andere als witzig. Da könnt ihr ein paar Videos bei YouTube mal euch reinziehen. Macht wirklich keinen Spaß. Also, der Daumen auf die andere Seite, das Ganze liegt auf dem Handballen. Ich greife es raus. Jetzt die Handgelenke. Ich knick nicht hier weg. Wenn ihr nämlich hier nach hinten abknickt, dann ist die Kraftübertragung hier einfach falsch. Dann könnt ihr auch nicht so viel Gewicht bewegen, wenn ihr die Handgelenke gerade lasst und die ganze Kraftübertragung über den gesamten Unterarm erfolgt. Jetzt die Griffbreite. Ihr müsst darauf aufpassen, dass ihr nicht zu breit und nicht zu eng greift. Das heißt, wenn ihr hier zu eng greift, etwa so, dann habt ihr eine extreme Belastung auf den Ellenbogen und schottert ihr euch irgendwann die Ellenbogen. So, wenn ihr aber zu breit greift, etwa so, dann überlastet ihr eure Schulter. Und zudem eine zu starke Spannung auf den Brustmuskeln und da kommt es oft zu Brustmuskelabrissen an den Stellen, weil einfach eine zu hohe Spannung unter Gewicht aufgebaut wird. Das spürt ihr mit einer leeren Stange nicht, das werdet ihr aber, wenn ihr irgendwann bei 100 Kilo oder mehr ankommt, werdet ihr es deutlich spüren und da kann es zu Verletzungen kommen. Das heißt, wie wählt ihr die richtige Breite? Ihr geht hier runter, macht es allein mit der Stange, also nicht gleich unter Gewicht. Schaut zu, dass ihr nicht zu breit greift, nicht zu eng, probiert das aus. Dazu sind auch die Striche da, damit ihr das jedes Mal gleich greifen könnt. So, ihr nehmt es raus. Wenn ihr jetzt runter geht, dann sollen die Unterarme möglichst parallel zueinander sein. Die sind nicht hier außen, dann ist es zu breit, was ich auch schon mal gezeigt habe. Und die sind auch nicht hier innen, das ist falsch. So, die Unterarme sind parallel zueinander. Nächstes ist jetzt wichtig, dass der Ellenbogen immer unter dem Handgelenk bleibt. Das heißt,
ich greife das raus und der Ellenbogen ist nicht hier irgendwo vorne, ist auch nicht hier oben, sondern er ist, der bleibt drunter. Das ist wiederum wichtig wegen der Kraftübertragung. Es muss über den ganzen Ellenbogen, über den ganzen Unterarm bis zum Ellenbogen übertragen werden, vom Handgelenk ab. Deshalb habe ich hier gesagt, nicht abknicken, sondern ihr bleibt wirklich, dass es hier eine ganze Linie ergibt. Jetzt kommen wir zur Ausführung. Aus der Grundstellung heraus, das heißt die Beine etwas breiter aufstellen, die Schultern nach hinten nehmen, das Hohlkreuz, das gleiche macht ihr wieder auf der Bank. Alles schön anspannen, Körperspannung halten, die Stange richtig breit greifen, so wie ihr das greifen müsst. Und dann bleiben die Schulterblätter hinten, während ihr das Ganze rausgreift. Ihr streckt die Ellenbogen nicht durch, auch nicht beim Rausheben. Das heißt, stellt euch die Höhe richtig ein. Ihr streckt sie nicht durch, damit das ganze Gewicht nicht auf den Gelenken lastet. Das heißt, die Ellenbogen sind immer leicht angewinkelt. Ich sage nicht so, sondern wirklich leicht. So, als nächstes geht ihr kontrolliert runter. Also ihr lasst es nicht einfach fallen, sondern kontrolliert runter. Und etwa auf Nippelhöhe. Bei mir ist es etwas drunter. Könnt ihr sehen. Das heißt, nicht hier unten irgendwo ablassen und auch nicht hier am Hals, sondern etwa Nippelhöhe. Als nächstes achtet ihr darauf, dass ihr das Ganze nicht nur kontrolliert, sondern auch flüssig ausführt. Das Ganze geht hier rum und der geht auch wieder hoch. Ihr bleibt hier nicht einfach stehen. Das heißt, ihr geht runter, hoch, runter, hoch. Ihr ruht euch nicht zwischendrin die ganze Zeit auf den gestreckten Ellenbogen auf, sondern ihr führt das Ganze wirklich durchgehend flüssig aus. Um Schulterprobleme vorzubeugen, und ich sage wirklich vorzubeugen, dass ihr komplett runter geht. Also ihr macht nicht solche halben Wiederholungen, sondern ihr geht ganz bis zur Brust runter. Das ist wichtig, um Disbalance zu vermeiden. Und ich verlinke euch da ein Video da oben. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da erkläre ich das nochmal ganz genau, wieso es wichtig ist, wirklich über die volle Range of Motion zu arbeiten. Das ist besser für den Muskelaufbau und es ist auch besser für eure Schulter. Noch ein wichtiger Punkt ist die Oberarmstellung im Verhältnis zum Oberkörper. Wenn ihr die Stange rausgreift, dann müsst ihr darauf achten, dass da etwa 60 Grad entstehen. Das ist ungefähr ein 60 Grad Winkel, das heißt, es ist nicht so ein 90 Grad Winkel, weil da kriegt ihr eine extreme Spannung auf die Schultern auch wieder und auf den Brustmuskel. Es ist auch nicht zu eng, weil dann trefft ihr einfach nicht die Brust, sondern eher den Trizeps. Also hier unten würdet ihr eher den Trizeps trainieren. Das heißt, wir wollen aber die Brust bearbeiten, um die Brust richtig zu treffen. Nehmen wir so ungefähr einen 60 Grad Winkel ein. Das ist relativ natürlich im Körper. Der letzte Punkt, oft sehe ich das bei den Anfängern, wenn es wirklich schwer wird, dann nehmen sie die Schultern nach vorne. Das heißt, die nehmen die Stange raus, drücken, machen ein paar Wiederholungen, dann wird es irgendwann richtig schwer und dann gehen die hier mit den Schultern nach vorne. Und hier drückt ihr nur noch aus den Schultern heraus, ihr drückt nicht mehr aus der Brust heraus, sondern ihr drückt aus den Schultern. Ihr verliert auch die Körperspannung, das heißt, achtet darauf, dass ihr die Schultern immer hinten belässt. Also wirklich die Schulterblätter hinten zusammenkneifen und so bleibt ihr. Immer. Ihr geht hier nicht nach vorne, weil dann trefft ihr nicht mehr die Brust, die ganze Belastung geht auf die Schultern und ihr werdet euch die Schulter verletzen. Ein generell wichtiger Punkt ist die Atmung. Ich will euch mal kurz zeigen, wie das richtig funktioniert. Damit ihr die Körperspannung auch wirklich behalten könnt, auch Untergewicht behandeln könnt, müsst ihr darauf achten, richtig zu atmen. Das heißt, in der Negativbewegung atmet ihr ein. In der Positivbewegung atmet ihr aus. Wenn es richtig schwer werden sollte, dann könnt ihr auch mal mit Pressatmung arbeiten, solltet ihr aber nicht immer machen, sondern wirklich nur mal bei einer Wiederholung oder sowas. Das heißt, ihr zieht die Lunge voll und auch also in Lunge und Bauch, dadurch baut ihr auch intraabdominellen Druck auf, das heißt, eure ganze Bauchdecke ist dann auch verspannt und die Wirbelsäule wird dadurch verblockt. Das heißt, in der Negativbewegung haltet ihr die Luft innen, ihr haltet die Luft an und in der positiven Bewegung atmet ihr aus. Nochmal. Puh.
Falls ihr noch eine Frage habt, dann postet sie drunter, ich versuche sie zu beantworten. Ansonsten gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.